Los, los! Das muss die legendäre Schmiede sein. Ich muss nach dem Werkzeug suchen. Schmiedewerkzeug, aber verziert? Das muss das Werkzeug sein, das Joanna gemeint hat. Thank you.
Wie sieht's aus? Sagst du kurz, das Oh, du hast aber einen schönen Anhänger. Also gut, gib mir die Münze. Kopf, wir müssen den Stall aus. Wie kann ich helfen? Ich war vor einiger Zeit auf Undvik und habe das hier gefunden. Mensch, nicht dein Pferd. Das sieht echt aus. Weil es das auch ist. Sieh nur die Zeichen. Echt? Woher hast du es? Das war nicht einfach. Also, ich hoffe auf einen guten Preis für meine Rüstung. Harmon Elb Grönekahn, Generalleutnant der 2. Reiterarmee. Willkommen in unserer bescheidenen Schmiede. Was für eine große Ehre. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der General ein Kenner und Sammler von Rüstungen ist. Das stimmt. Und du wirst als Meister deines Handwerks bezeichnet. Zu gütig, Herr Zuhl. Ich brauche eine Rüstung. Schwer. Sie muss Geschossen standhalten können. Geschossen? Bolzen etwa? Nicht einfach. Mit einer speziellen Legierung, Härtung. Mit dem neuen Werkzeug geht das. Fach das Feuer an. Ich bereite den Rest vor. Ganz schön dreist, deine Helferin. Du erlaubst dir viel. Tja, es ist, wie es ist, General. Gute Hilfe ist schwer zu finden. Wir gehen nach draußen, um das Geschäftliche zu besprechen. Es ist immer dasselbe. Mir reicht's. Einen nilfgaardischen General kann man nicht abweisen. Verstehe. Aber hoffentlich habt ihr darüber meine Rüstung nicht vergessen. Haben wir nicht. Nun, ich zumindest nicht. Denn ich werde diejenige sein, die sie anfertigt. Und die nilfgaardische Rüstung. Und jede andere Rüstung, die er fertigen soll. Und was macht Fergus eigentlich? Hufeisen, Nägel. Er kann nicht viel mehr. Versaut schon die einfachsten Sachen. Aber er wird Meister genannt. Niemand würde mich für eine gute Rüstungsschmiedin halten. Einen Menschen. Obendrein noch eine Frau. Aber einen Zwergenschmied schon. Ich muss zugeben, ich kann deine Geschichte selbst kaum glauben. Ich werde es dir beweisen. Fergus kann die Rüstung für den Nilfgaarder selbst anfertigen. Ich fertige auch eine an, dann sehen wir, wer besser ist. Aber eine Sache schaffe ich nicht alleine. Würdest du mir helfen? Hängt davon ab, wobei. Um die Rüstung fertigzustellen, muss ich sie härten, in einem Bad abschrecken. Eigentlich nehmen wir Öl, aber ich möchte Säure benutzen. Kikimoras und Erzgreifen spucken Säure. Erzgreifen? Meinst du Drachengreifen? Vor einigen Tagen kamen die Männer des Barons vorbei. Sie haben nördlich von Krähenfels einen gesehen. Er hat dort Menschen umgebracht. Wahrscheinlich gibt es einen Auftrag für den Greif. Dann könnte ich 2 Bestien mit einem Stein erschlagen. Ich sehe, was ich tun kann. Bring mir die Säure, dann beweise ich, dass ich besser bin als Fergus. Und ich fertige die Rüstungen an. So gute Rüstungen wie kein anderer. Thank you.
Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Was hast du denn so graue Haare, Süße? Ich hab's doch schon gesagt. Die haben nichts mehr. Hast nichts dagegen, wenn wir nachsehen. Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört? Los, lauf! Nur noch eine Hand übrig. Der Erzgreif hatte ein Festmahl. Die Feder eines Erzgreifs. Er muss sie beim Wegfliegen verloren haben. Hoffentlich ist das Nest in der Nähe. Yeah!
sieht's aus? Sagst du uns, wo das Geld ist? Also jetzt, aber benimm dich. Geralt, danke für alles. Was war's dann? Wer würde warten? Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Wir haben einiges gesammelt. Und wäre doch schade, wenn die schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Ich habe gehört, dass es Probleme mit einem Greif gibt. Ja, er hat einige Dörfler nördlich von Krähenfels getötet. Die Leute haben sich beim Baron beschwert. Irgendwann hatte er genug von den Beschwerden und hat eine Belohnung auf den Kopf der Bestie ausgesetzt. Trifft sich gut. Ich könnte einige Kronen gebrauchen. Nun, die Leute erzählen viele schlimme Dinge über dich, aber ein Hexer bekommt seinen Lohn für getane Arbeit. Grenze. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Zeig mir, was du hast. Auf Wiedersehen. Du bist zurück. Und? Hast du die Säure? Mhm. Benutze sie mit Bedacht. Sie ist das Ätzendste, was es gibt. Ich weiß. Dort, wo ich herkomme, hat sie viele Männer verätzt. Die Rüstung ist bereit für den letzten Schliff. Wir werden bald sehen, wer besser ist. Fergus oder ich. Geralt, sie ist fertig. Sieht sehr professionell aus. Willkommen, General. Die Rüstung ist fertig. Sie ist sehr schön geworden, wenn ich so sagen darf. Eher grob. Ich vertraue darauf, dass das Aussehen nicht der Qualität entspricht. General, ich habe ebenfalls eine Rüstung angefertigt. Werfen Sie einen Blick. Was soll das heißen? Genau das, wonach es aussieht. Joanna hat auch eine Rüstung angefertigt, General. Sie will zeigen, dass sie die bessere Schmiedin ist. Um der Götter willen, Joanna. Was erlaubst du dir eigentlich? Temerien ist und bleibt wildes Land. Ungehorsam dieser Art würden wir in Nilfgaard niemals dulden. Wenn ich erklären dürfte, Herr General, ich bin nur dem Anschein nach Fergus Untergebene. Darauf haben wir uns geeinigt, denn niemand würde glauben, dass eine Frau besser ist als ein Zwerg. Du hast recht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt. Dann wollen wir sie testen. Nicht mit Puppen, sondern im echten Kampf. Oho, was für ein Auflauf. Du da, leg diese Rüstung an. Ich wollte nur mein Pferd beschlagen lassen. Das ist keine Bitte. General, ich habe diese Rüstung für einen Mann gefertigt. Sie passt mir nicht richtig. Dann such dir jemanden, dem sie passt. Geralt, würdest du mir helfen? Also gut. Hoffentlich bereue ich es nicht. Legt beide eure Rüstung an. Ich erwarte euch draußen. Teufel, ich bin nur gekommen, um mein Pferd beschlagen zu lassen. Und haufenweise Monster, die sich dort herumtreiben. Oh! Sieht das für dich nach einer Rüstung aus, die Bolzen standhält? Entschädige diesen Mann. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was diese andere Rüstung wert ist. Lebt er? Ja,
Aber die Rüstung taugt nichts. Steh auf! Ich will mir die Rüstung ansehen. Nicht mal eine Delle. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich muss zugeben, dass es dir gelungen ist. Wohin willst du, Zwerg? Hör gut zu. Die Schmiede gehört ab jetzt Frau Joanna. Sie wird alle Aufträge der Nilfgaardischen Armee erledigen. Verstanden? Ja, klar und deutlich. Deine Bezahlung für die Rüstung. Ich schicke jemanden, um sie abzuholen. Dann gehe ich wohl auch besser. Ich hole nur meine Sachen. Warte. Wir müssen nicht getrennte Wege gehen, Fergus. Du warst mir eine gute Hilfe. Wir könnten weitermachen. Nur ohne die Lüge. Wir zwei sind vielleicht ein Paar. Gut, dann heiz das Feuer an. Wir haben einen Kunden, der eine Rüstung braucht, die eines Hexers würdig ist. Du hast daran gezweifelt, dass die Rüstung dich schützt. Gib's zu. Meisterlicher Arbeit vertraue ich. Danach strebe ich selbst. Du hättest nicht nach dem legendären Werkzeug von Undvik und der Säure des Erzgreifs gefragt, wenn du nicht wüsstest, was du tust. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Gib uns ein paar Tage, dann ist deine Rüstung fertig. Komm, ich werde dir helfen, sie auszuziehen. Der Mutant? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Geralt, schön, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fertig. Ich habe die Verbindungen verstärkt und die Rüstung in Säure getaucht, wie es die Tradition meines Clans verlangt. Danke. Was schulde ich dir? Aber bitte. Ohne dich wäre ich gar nicht hier. Betrachte sie als mein Dankesgeschenk. Nimm sie. Möge sie dir gute Dienste leisten. Danke. Und du pass auf dich auf. Hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, ah! Samovilas, Blender, fliegende Drachen. Sag euch, wo die Beute ist. Deine Kumpels haben die Beute längst umgetrennt. Du da, Weißer. Hast gestern wohl auch etwas zu dir. Meister Hexer, es gibt eine Begräbnisstätte der Elfen in den Süden bei Midgard und haufenweise Monster, die sich dort herumtreiben. Hast du viele von diesen Bestien, du weißt schon, Hexer? Hast du viele von diesen Bestien, du weißt schon.